Herzlich willkommen zu Vitoco Live. Liebe Zuschauer zu Hause, am Fernseher, ich bin Alexander Vitoco, Life-Coach aus Leidenschaft. Und unser Thema der Woche heute, da geht es um Denken in Bildern. Unser Thema der Woche heute ist Denken in Bildern. Wussten Sie, liebe Zuschauer, dass Sie in Bildern denken? Selbst Blinde tun das. Die meisten von uns denken wahrscheinlich, dass wir eher so mit dem logischen Verstand rational an die Sachen herangehen, etc. pp. Wenn ich Ihnen aber etwas erzähle, dann versuchen Sie automatisch, es sich vorzustellen. Sie folgen dem nach, Sie lassen es schlussfolgern, Sie wollen irgendwie das Ganze nachvollziehen können. Und das machen Sie automatisch in Bildern. Unser Gehirn versucht automatisch, ein Pixel nach dem anderen das zusammenzusetzen anhand der Informationen, die Sie bekommen von mir, das, was Sie jetzt hier hören. Aus Ihrer Erinnerung holen Sie passende Erfahrungen, alte Bilder hervor und Ihre Fantasie hilft Ihnen dabei, Ihr Vorstellungsvermögen, noch nie gesehene Bilder, pixelkleine Puzzlesteine, dazu zu holen, um ein ganzes Bild daraus zu entwickeln. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind 10 Jahre alt. Und ich beschreibe Ihnen jetzt mein Auto. Ich mache das oft in einem Vortrag von mir, wo ich 3 Menschen auf die Bühne hole und sie etwas beschreiben lasse, wie zum Beispiel das Auto. Und wenn Sie jetzt einfach nur mal sich zurücklehnen, entspannt und überlegen und sich vorstellen, mal gucken, ob Sie ein Bild von dem Auto bekommen, das ich Ihnen beschreibe. Also, Sie sind 10 Jahre alt, mein Auto ist schwarz. Es hat 4 Räder. Vorne 2 runde Scheinwerfer, das Dach kann man sogar aufklappen, hinten einen großen Kofferraum, einen großen Deckel, den man aufklappen kann. Es hat 4 Räder, es hat ein Lenkrad in der Mitte und stell dir vor, es hat goldene Sitzbänke. Also du hast links eine Tür, du hast rechts eine Tür, du machst sie auf und es sind keine Sitze drin, sondern eine Sitzbank. Und die ist gold. Golden. Und auch das Lenkrad ist golden. Und direkt neben dem Lenkrad ist ein Radio mit 2 Knöpfen, da kann man dran drehen. Haben Sie eine Vorstellung von meinem Auto? Haben Sie ein ungefähres Bild? Haben Sie. Jeder von Ihnen sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders. Die Vorstellung ist etwas anders. Das ist okay. Sie wissen immer noch nicht, welches Modell es ist, wie viel PS es hat, etc. Aber Sie haben ein Bild, ein grobes, vages Bild von meinem Auto. Ich kann in Ihrem Kopf zeichnen. Ist das nicht cool? So funktionieren Sie. So funktioniert alles. Wir machen uns automatisch eine Vorstellung. Wir sagen ja auch, wenn wir das nicht hinkriegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und was Sie sich nicht vorstellen können, können Sie auch nicht glauben. Der Faktor, der uns dabei hilft, ist unser retikuläres Aktivierungssystem. Das müssen Sie sich nicht behalten. Ich kürze mal ab, RAS. Es ist wie ein Aufzug, der bei Ihnen im Stammhirn eingebaut ist, der dafür sorgt, dass das, worauf Sie sich konzentrieren, wie eben das Zuhören, was ich sage, bezogen auf dieses Bild für das Auto, der dann ins Unterbewusstsein fährt und im Unterbewusstsein in Ihrer Erinnerung automatisch nach Informationen sucht, die dazu passen könnten. Und er schickt alles in den Aufzug rein, was in dem Lagerhaus da unten alles abgeht, was da alles da ist, was ungefähr irgendwie Auto, Schwarz, Gold, Sitzbänke etc. irgendwie mal schon mal da war, was Sie sich schon mal vorgestellt haben, in Ihrer Fantasie vielleicht. Sie haben es vielleicht noch nie gesehen, aber Sie hatten es sich schon mal vorgestellt und in Ihrer Erinnerung abgespeichert. Und dann schickt er es im Aufzug das hoch und Ihr Gehirn, Ihr Bewusstsein nutzt es automatisch und versucht, dieses Puzzle zusammenzusetzen, bis Sie ungefähr, wir waren ja nicht ganz fertig damit, ja, das könnte das noch viel detaillierter beschreiben, ein Bild haben und sich eine Vorstellung machen können. Ist das nicht genial? Sie sind genial. Sie fragen sich vielleicht, Vitoco, warum erzählst du mir das alles? Ganz einfach. In meinen Seminaren und Coachings arbeite ich mit den Menschen an ihren Visionen. Wir denken in Lösungen. Was können wir tun? Wie kann ich mir das vorstellen? Was will ich erreichen? Wie soll das aussehen?
Wie fühle ich mich dann? Wir denken an unsere fünf Sinne, die wir haben. Wir können hören, wir können riechen, wir können schmecken, wir können sehen, wir können fühlen. Wie fühlt sich das an? Was kann ich tun? Wie höre ich mich dann an, wenn ich so bin? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir die Frage gestellt, wie höre ich mich an, wenn ich im Fernsehen stehe? Bei Ihnen am Fernseher. Was da rauskommt. Sowas. Vorstellung, Vision, zielorientiert, lösungsorientiert. Wir denken in Bildern. Wenn Sie das verstehen, begreifen, wenn wir da mal drüber nachdenken und uns mehr damit beschäftigen, können wir es bewusster nutzen. Und Sie können bewusster, lösungsorientierter nutzen und arbeiten und Sie werden Ihre Ziele weitaus schneller erreichen. Das ist genial. Das ist super. Sie sind genial, liebe Zuschauer. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Und wenn Sie sich Bilder vorstellen können, so wenn das gerade geklappt hat mit dem Auto, mit meinem Auto, dann können Sie sich auch alles vorstellen und auch alles erreichen, was Sie wollen. Sie können alles erreichen in Ihrem Leben, was Sie sich vorstellen können. Sie denken in Bildern. Alles, was Sie sich vorstellen können. Nicht ich für Sie, Sie. Alles, was Sie sich nicht vorstellen können, können Sie auch niemals erreichen. Never ever. Es funktioniert nicht. Sie müssen es sich vorstellen können. Henry Ford hat einmal gesagt, wenn Sie es im Kopf halten können, können Sie es auch in der Hand halten. Wenn Sie das Bild im Kopf haben, dann können Sie es auch in der Hand halten. Der einzige Mensch, der Sie davon abhält, sind Sie selbst. Durch Ihre Zweifel, durch Ihren Missmut vielleicht, durch Ihre Ängste, tun Sie es einfach. Wissen Sie, begreifen Sie, dass wenn Sie es im Kopf haben können, wenn Sie das Bild sehen können, das muss nicht exakt scharf sein. Ein Schimmer reicht. Manchmal ist es ein bisschen milchig. Aber wenn Sie es sehen können, wenn Sie sich da reinfühlen können, dann können Sie es auch erreichen, dann können Sie es auch sein, tun und haben. Tun Sie es. Und fangen Sie mit der Vorstellung an. Denn Sie denken in Bildern. Und ein paar Bilder in Form von Antworten präsentiere ich jetzt gleich in Schreib Alex den Zuschauern, die mir schöne Fragen per E-Mail geschickt haben. Bis gleich. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank. Sie haben mir wieder tolle E-Mails geschrieben und wichtige, tiefe Fragen, auf die ich hier gerne in Schreib Alex eingehen werde. Und natürlich animiere ich Sie gerne, das ist für Sie diese Sendung hier, mir weiterhin viele, viele E-Mails zu schreiben an schreibalex@alexandervitocko.de. Wenn wir Fragen von Ihnen bekommen, beantworten wir sie gerne und ich kann nicht genug davon haben. Also ich liebe es, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Schreiben Sie einfach. So, wir gehen jetzt mal auf die ersten Fragen ein. Ich habe hier von der Susanne eine schöne Frage bekommen. Sie fragt: Wie kann ich mir meine Entscheidung sicher sein und auch bei einer negativen Entwicklung mit oder aus der Erfahrung noch gut dastehen? Da stellt sich mir die Frage, liebe Susanne, für wen möchtest du gerne denn gut dastehen? Traust du dich nicht, diese Entscheidung zu treffen, weil du Angst hast, andere könnten mit dem Finger auf dich zeigen, dass du vielleicht vor den anderen hinfällst oder dass du versagst? Wir haben immer die 50-50 Chance, Risiko, dass es klappt oder dass es eben nicht klappt. Aber letzten Endes tust du es ja für dich. Und die Erfahrung, die kann dir keiner mehr nehmen. Also die Leute, die mit dem Finger vielleicht auf dich zeigen oder vor denen du Angst hast, vielleicht unbewusst, das sind doch genau die, die sich niemals trauen, eine Entscheidung zu treffen. Die so gerne in ihrer sicheren Zone drin bleiben und einfach versuchen zu klammern, dass alles so bleibt, wie es ist. Du tust es für dich. Und ob du dir deine Entscheidung sicher sein kannst, ob das wirklich die richtige ist oder nicht, das entscheidet dein Bauch. Schalt den Kopf aus und hör auf deinen Bauch. Intuition. Wir sagen in einem amerikanischen Life-Coaching, da wo ich herkomme, ich habe alle meine Ausbildung in Amerika gemacht, die sind dort sehr, sehr weit, was diese Persönlichkeitsentwicklung angeht. Wir sagen im amerikanischen Life-Coaching für Intuition, das ist unser GPS, unser God Positioning System. Es ist das System, wo Gott durch zu uns spricht. Das Leben, das innere Ich, was auch immer, die wahre Stimme.
Und wann immer du auf deinen Bauch hörst, wirst du feststellen, du wirst nicht enttäuscht. Weil der liebe Gott führt dich nicht an der Nase herum. Andere Menschen versuchen das vielleicht hier und da mal. Aber schalt den Kopf aus und hör auf deinen Bauch. Wenn dein Bauch sagt, ich will das und das ist gut und das wird schon gut gehen und das ist richtig. Willst du es? Ja oder nein? Kennst du das vielleicht, dass du ein Auto gesehen hast, einen Lebenspartner, eine Wohnung und du bist reingegangen und du wusstest sofort, das ist er. Das ist er, das ist es. Das ist Intuition. Wenn du schon zu lange darüber nachdenken musst, dann ist es nicht intuitiv. Dann ist es logisch. Dann versuchen wir, logische Argumente zu finden dafür und dagegen. Und wiegen dann ab. Dann lass es direkt sein. Wir sprechen hier von Flow. Ja, dein Sein. Dass du mit dir bist. Dass du weißt, was du willst. Wenn du bei dir bist, dann kommt Flow. Das kommt von alleine. Du weißt es, ob du es willst oder nicht. Und wenn du erst drüber nachdenken musst, ob du es willst oder nicht, dann ist es logisch. Dann lass es direkt sein. Alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, was ich so entschieden habe, ist in die Hose gegangen. Die nächste Frage ist auch von einer Susanne. Und zwar schreibt sie mir, wie finde, lebe und treffe ich, gestalte ich meine wahre Berufung, die Lebensaufgabe, wo ich absolut im Flow bin? Finde ich eine coole Frage, liebe Susanne. Indem du das tust, was dir Spaß macht. Was macht dir Spaß? Wir sitzen überdrüssig, funktionierend den ganzen Tag irgendwo an einem Schreibtisch vielleicht, hinter der Ladentheke oder was auch immer für einen Job du hast. Und sehnen uns nach unserer Berufung, nach unserer Leidenschaft. Und tun nicht das, was uns Spaß macht. Tun nur Dinge den ganzen Tag, was uns keinen Spaß macht, wo wir keine Lust mehr drauf haben. Ich hoffe, das ist bei dir nicht der Fall, aber bei vielen Menschen ist das im großen Teil des Tages leider so. Und dann erwarten wir, dass wir aus diesem Nebel, Dunstkreis des Negativen will ich nicht mehr und Funktionierens auf einmal die Erleuchtung kriegen und wissen, was wir jetzt wollen, was wir und was wir als Berufung, als Leidenschaft sehen, so einfach geht das nicht. Es geht Stück für Stück für Stück. Also dreh den Regler hoch und beginne in dem Hier und Jetzt, in dem Job, den du jetzt hast, den du noch weitermachen musst vielleicht, damit du genug Geld hast etc., in der Gewissheit, dass du deine Leidenschaft findest, dass du etwas anderes sein, tun und haben wirst, den Regler ein bisschen hoch und mache mehr das, was dir Spaß macht. Und komme jetzt nicht und sag, ich habe da keine Zeit mehr für. Du hast immer die alle Zeit. Wir haben alle die gleiche Zeit. Und das weißt du auch. Also versuch einmal die Dinge weniger zu tun, die du machen musst, die du meinst machen zu müssen, die dir keinen Spaß machen. Da gibt es genügend Kleinigkeiten. 5 Minuten hier, 5 Minuten da, die du sein lassen kannst. Du tust sie nur aus Gewohnheit und weil du nicht weißt, was du sonst machen sollst. Was macht dir Spaß? Ich hatte mal einen Coachie, sie war über 60, weit über 60 und auch gefangen in so einem Funktionieren müssen. Und ihre Leidenschaft war Tanzen. Sie hat früher immer getanzt etc. und hat das schon seit Jahren nicht mehr getan. Und ich habe sie nach dem gefragt, was ihr denn Spaß macht. Und sie sagte, Tanzen macht mir Spaß. Und dann habe ich sie gefragt, wann hast du das letzte Mal getanzt? Und sie sagt, das ist Jahre her. Ich sage, das Erste, was du tust, ist, wenn du nach Hause kommst, du räumst dein Wohnzimmer um, sodass die Möbel alle an der Seite stehen und du, wann immer du Lust dazu hast, morgens, mittags, abends, keine Ahnung, du einfach die Musik aufdrehst, die Musik, die dich inspiriert, wo du Spaß hast, wo du sofort auf anspringst und du machst Platz in deinem Wohnzimmer und tanzt einfach. Tanze. 1 Minute, ein Lied lang. Und nach kannst du diesen Regler, der dir Spaß macht, erhöhen. Wie viel Prozent des Tages oder wie viele Minuten oder Stunden des Tages, liebe Susanne, tust du Dinge, die dir Spaß machen, wo du die Zeit vergisst? Aus dem Bauch beantworte dir mal diese Frage und dann erhöhe es Stück für Stück, 5 Minuten am Tag mehr. Und dann, bis es Gewohnheit geworden ist, nach 30 Tagen, nach einem ganzen Monat wieder, Stück für Stück mehr, wieder 5 Minuten mehr. Mach es einfach länger. Es fällt kaum auf. Das ist genauso wie die 5 Schweizer Franken, die wir einfach mal an die Seite schmeißen, ins Glas rein. Die tun uns nicht weh, die fallen gar nicht auf.
Und dann wundern wir uns am Ende des Jahres, wie viel da zusammengekommen ist. Und wenn du das tust, trainierst du deine Leidenschaften, deine Intuition und du wirst mehr und mehr und mehr schon auf dem Weg dahin glücklicher, harmonischer mit dir selbst sein, zufriedener sein und du wirst mehr Wissen aus diesem, kommst aus diesem Nebel, diesem Dunst heraus und kommst mehr in diese Klarheit rein, hey, was, wozu habe ich noch Lust? Was macht mir noch Spaß? Nachvollziehbar? Das ist eine tiefe Übung. Fang einfach an und tu es. So, dann habe ich noch eine Katja diesmal. Sie hat mir geschrieben, mein Traum ist es, Vorträge zu halten. Bisher habe ich aber null Erfahrung. Wie findet man ein Thema, das so interessant ist, dass man auch als unbekannter Redner gebucht wird? Jetzt könnte man klassisch sagen, mach dich bekannt. Ne? Komm zu mir in die Fernsehsendung, liebe Katja. Zum Beispiel. Also wichtig ist aber, viel wichtiger als irgendein Marketing ist, hör in dein Herz. Mach dich nicht abhängig von außen. Wer sagt denn, dass du unbekannt bist? Du hast ein Thema, du hast einen Vortrag, wo du sagst, Mensch, das ist ein Wissen, ich möchte das unbedingt weiterbringen, von Herzen. Das hört sich für mich so an, als ob du wirklich schon dein Thema gefunden hast. Und das möchtest du leidenschaftlich gern nach vorne bringen. Super, das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Fang einfach an. Ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach E-Mails geschrieben an alle meine Freunde, Bekannten, ob sie es hören wollten oder nicht. Ich habe gesagt, hey, ich bin jetzt Life-Coach und nicht mehr Vermögensverwalter. Und ich habe da ein neues Thema, einen neuen Vortrag, wollte das mal hören. Und dann hatte ich 20 People da sitzen. Live-Vortrag, habe es einfach getan. Und beim nächsten Mal einfach ein Datum festgesetzt, wieder die gleichen Leute angeschrieben, ich hatte ja gar nicht mehr. Und die haben dann eine Freundin mitgebracht oder dahin geschickt und es waren wieder 20 Leute da. Einfach anfangen. Das Entscheidende ist nicht, was du tust, das Entscheidende ist, wie du es tust. Also in welcher Energie, mit welcher Motivation. Die Leute spüren, dass du ihnen etwas geben möchtest. Konzentrier dich auf das Geben. Das kann unterhaltsam sein, dass du sie unterhalten möchtest. Das muss gar nicht immer tiefgründig sein. Aber konzentrier dich nicht auf dich, wie kannst du erfolgreicher werden, mehr Leute erreichen, sondern was kannst du für die Menschen tun? Das ist das, was die Menschen anzieht. Das ist das, was die Menschen suchen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin vor einigen Jahren sehr oft nach Südafrika geflogen und wann immer ich von dem International Terminal zum Domestic Terminal musste, bin ich durch die Sicherheitsschleusen dadurch und da war so eine ganze Riege Schuhputzer. Also ganz klassisch, wie man sich das noch aus dem Fernsehen von früher vorstellt. Großer, schwarzer Ohrensessel, ja, mit Fußbänkchen, der kniet davor, wienert die Schuhe mit seinem Körbchen, ja, du liest Zeitung, so wie im Film. Und das waren 10 Schuhputzer, Afrikaner, die in der Reihe ihre schwarzen Sessel hatten. 9 von denen saßen selber in ihrem Sessel, haben selber die Zeitung gelesen, hatten nichts zu tun. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass alle den gleichen Preis nehmen. Einer aber, der war so busy, die haben da Schlange gestanden. Der hat den gleichen Job gemacht wie die anderen auch. Der hat das Gleiche getan. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern wie du es tust. Weißt du, was der anders gemacht hat? Der hat es geliebt, Schuhe zu putzen. Er hat es geliebt, die Menschen dabei zu unterhalten. Er hat ein Spiel daraus gemacht. Er hat gepfiffen und gesungen und gemacht und getan. Da hat keiner von den Kunden Zeitungen gelesen bei. Die haben sich unterhalten lassen. Es war Kabarett. Das ist der Unterschied. Es ist nicht die Worte, die du sagst. Es ist die Energie, die du transportierst, mit der du die Worte transportierst. Ich hoffe, das hat dir was gebracht und dich ein Stück weit weitergebracht, weil das wird dir helfen, wenn du es umsetzt, liebe Katja. Vielen, vielen Dank für euch drei, für diese tollen Fragen. Wie gesagt, schreiben Sie mir an schreibalex@alexanderwitocko.de und ich freue mich jetzt auf meinen Studiogast im Gespräch mit Alex. Im Gespräch mit Alex begrüße ich heute Abend bei mir den Frank Schmitz. Schön, dass du bei uns bist, lieber Frank. Du bist extra aus Mönchengladbach gekommen, mit dem Auto, also weit gefahren, bis in die schöne Schweiz hier. Und erzähl uns doch einfach mal den Zuschauern, wer du bist, was du machst und wo du stehst gerade im Leben.
Ja, mein Name ist Frank Schmitz aus Mönchengladbach, wie schon erwähnt. Ich bin selbstständiger Immobilienmakler in der Stadt Mönchengladbach und ja, habe gerade meinen Partner rausgekauft aus der Firma und ja, jetzt starten wir durch. Okay, also Umbruchzeit angesagt, ja. Wie bist du, wir haben uns vor einem, wann war das, ein halbes Jahr ungefähr, ein bisschen länger sogar Dreiviertel schon, Jahr, ja. dreiviertel Jahr ungefähr her und du bist mitgeschleppt worden eigentlich, ne, zum Seminar zu mir. Also erzähl doch einfach mal, wie du zu mir gekommen bist. Ja, im letzten Urlaub habe ich dich dann, im Sommerurlaub habe ich dich gegoogelt oder bei YouTube entdeckt. Da habe ich so ein paar Begriffe eingegeben. Da bin ich auf deinen Newsletter aufmerksam geworden und den habe ich dann auch noch an Freunde verteilt. Also täglich grüßt Alex. Den habe ich dann an einen Freund weitergeleitet und ich bin noch gar nicht so auf das SGR-Thema gestoßen in dem Sinne. Ich fand halt nur die täglichen Botschaften ganz gut morgens früh. Und dann kriege ich vom Freund einen Hinweis: Mensch, da ist ein Intensiv, nee, ein SGR-Tag für 99 Euro. Gehen wir mal hin. Ja, dann sind wir da gelandet. Okay, also du warst dann einfach zu dem Seminar mitgeschleppt und was ist dann mit dir passiert? Also ich meine, das war ja, du hast gerade eben gesagt, du bist, hast dich von deinem Partner getrennt, ja, bist also gerade Firma, Aufruhrzeit, ja, das ist ja spannende Zeit. Jetzt drehen wir mal noch ein Dreivierteljahr zurück, du warst bei diesem SGR-Tag und was ist da mit dir passiert? Was hat das ausgelöst? Ja, das Schöne war, am SGR-Tag sind so ein paar, sage ich jetzt mal, Aha-Effekte eingetreten. Und dadurch habe ich jetzt in den letzten 10 Monaten auch die innere Ruhe und Gelassenheit gefunden, mit den Problemen, die da auf mich zukamen, emotionalerseits und auch umzugehen entsprechend. Und das war halt sehr interessant, auch für mich so ein eigener Feldversuch mit meiner eigenen Person dann durchzuziehen. Okay, also du warst schon irgendwo auch unglücklich in der Situation, also nicht ganz zufrieden, sagen wir mal. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du dass die Wissenschaft des Reichwerdens, also Reichwerden immer im vollumfänglichen Sinne, also glücklicher, harmonischer auch Leben, dass du das Buch schon mal gelesen hattest. Und hast du das in dem Seminar direkt begriffen? Also ist dir das wieder gekommen, bewusst geworden, dass du das schon kanntest oder? Erstmal noch gar nicht. Also das Buch habe ich zweimal gelesen. Ich habe es dann doppelt bestellt, als ich das zweite Mal hatte. Habe ich gesagt, hast du doch schon mal gesehen? Okay. Und dann ist mir in dem dein Hinweis auf dem SGR-Tag gekommen, wo es dann auch um die Wissenschaft des Reichwerdens ging. Und da ging es langsam auf. Und das Entscheidende war aber, ich habe es zweimal gelesen. Ich habe es nicht verstanden. Habe es wieder weggelegt. Habe viel in den letzten 20 Jahren gelesen. Und durch deine Erläuterungen sind dann die Dinge auch, ja, die werden dann zu einem. Wie soll man das beschreiben? Ja, du hast dann auch diese schwarze Box hier besorgt, ja, Ja. und hast dann angefangen, intensiv zu studieren im Prinzip, also sich da reinzulesen, zu hören. Da sind schöne CDs drin. Wir werden sie gleich mal näher einblenden, auch was da alles mit dabei ist. Und dann hast du das Angebot angenommen, zum SGR Intens zu kommen, also ein Intensivworkshop, der dann im Prinzip mal mehrere Tage diese Kapitel richtig in der Tiefe arbeiten lässt und durcharbeitet und Groschen fallen lässt. Was ist bei dir mit dem Intens passiert? Also ich weiß ja, dass da viele Entscheidungen getroffen werden in diesem Intens, in diesem Intensivworkshop. Welche Entscheidung hast du da getroffen für dich? Was ist danach passiert? Wie hast du sie umgesetzt? Das würde mich mal interessieren. Also, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Entscheidungen, die sowieso in mir schon waberten, auch wirklich durchgezogen und habe auch nicht aufs Außen geachtet, sondern nur auf das, was in mir gebrodelt hat, habe ich einfach mal rausgelassen, habe es zugelassen, habe dann gesagt, der Alex hat gesagt, wenn das da so schlecht ist, dann muss das da so gut sein. Und dann habe ich auch festgehalten und dann habe ich es wirklich konsequent durchgezogen und gelebt, die Lehre, die du vermittelt hast. Und das hat dann auch zu einer gewissen Stärke und zu einer anderen Selbstwahrnehmung geführt einfach. Da möchte ich jetzt noch mal gerne drauf eingehen. Was heißt das konkret? Ich habe die Lehre, die du vermittelt bekommen hast, gelebt und einfach umgesetzt. Gib mir mal ein Beispiel. Ja, die Gesetzmäßigkeiten, die universellen Gesetze, auf die du eingehst. Und wenn man jetzt sagt, es ploppt was in einem hoch, man hat den Wunsch, sich zu verändern.
Und dann kommen ja diese Gedanken und dann heißt es dann, soll ich das machen? Ist das wirklich das Richtige für mich? Und, aber es wabbert ja, und das lässt einen auch nicht mehr los. Und dann lässt man es mal zu und man geht einfach los, man kommt ins Tun damit. Und durch dieses Tun entwickelt sich das halt immer weiter und weiter und ist halt schwer zu beschreiben. Im Grunde genommen verändert hat sich nichts, ich bin immer noch der Gleiche, aber es ist alles anders. Okay, und was ist anders? Also was verändert sich jetzt für die Zuschauer zu Hause? Die sitzen da, ja, okay, was ist denn jetzt anders? Du bist immer noch der Gleiche, also du bist jetzt nicht arroganter geworden oder so, sondern eher vielleicht mehr bei dir. Ja, aber was hat sich verändert von deiner Einstellung? Wie gehst du anders an die Sachen heran? Also, erzähl einfach mal aus dem Nähkästchen so ein bisschen, aus dem Alltag. Ne? Was verändert sich? Du hast ja auch Familie zum Beispiel. Ja, also es sind im privaten wie im geschäftlichen Bereich, man wird selbstbewusster. Das heißt nicht im Sinne von überheblich, sondern man traut sich mehr zu. Man glaubt mehr an sich. Man versteht die Gesetzmäßigkeiten, die ja beschrieben werden, die kann man überall nachlesen. Ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, sondern man verinnerlicht das einfach. Und dann passieren einfach sehr schöne Dinge. Das Umfeld reflektiert einen ganz anders und bestätigt das auch. Und dann kommt da wie so ein Turbo da rein. Es hat sich dann viel getan bei dir im Leben. Du hast dich von deinem Partner getrennt, was dann in dir brodelte. Und das ist ja auch so ein Reifeprozess, ne? Bis man dann irgendwann an den Punkt kommt oder den Mut zusammenfasst, so, boah, jetzt reicht's. Ne? Das war das i-Tüpfelchen. Was hat sich noch getan bei dir? Also ich spreche ja immer von, wir sollen in Visionen denken, ne? Und unsere Vorstellungen haben etc. So in diesen Flow, in diesen Fluss des Lebens begeben. Das Leben zeigt uns schon, wo es lang geht. Aber eine gewisse Vorstellungsrichtung müssen wir ja schon haben. Du wusstest, das konnte ich bei dir sehr stark miterleben, dass du dich von diesem Partner trennen möchtest, weil du einfach dein eigenes Ding durchziehen willst. Du willst die Dinge so umsetzen mit dem Elan, den Ideen, die du hast, ohne da gebremst zu werden etc. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn man sich traut, also den Mut hat, den Weg zu gehen, dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik, dann kommen die Dinge alle so. Magst du mal ein Beispiel bringen, was da so gekommen ist? Ja, dass man das, was man tagtäglich erlebt oder was in dem Leben passiert, das steuert man ja selber. Und durch dich habe ich jetzt gelernt, die Dinge bewusst in mein Leben zu ziehen. Das heißt, die Visionen, in die ich mich verliebe, im Geiste, die auch Realität werden zu lassen. Und das ist durch das SGR Intens dann auch ganz stark zum Vorschein gekommen. Einfach wow. Diese, man hat da auf einmal, weiß man, das Auto zu fahren. Also, ja. Das ist gut. Man weiß, das Auto zu fahren. Wow. Das ist in der Tat so. Danke für diesen Wink. Wir lernen quasi die Theorie in der Schule oder im Leben draußen, aber man zeigt uns nicht, wie man das Auto praktisch fährt. Und das ist genau das, was die SGR-Lehre mit uns tut. Kannst du noch zum Abschluss kurz sagen, wem du diese schwarze Box hier empfehlen kannst? Ich meine, jeder, der lesen kann und hören kann, kann die CDs hören und das Buch lesen. Aber für wen würdest du sagen, ist das geeignet? Also geeignet ist das auf jeden Fall für jeden, der irgendwann mal auf der schönen Welt ist, der sollte damit in Berührung kommen und sich damit intensiv auseinandersetzen. Und wichtig ist einfach, dass man eine Offenheit für die Themen hat und das zulässt. Also jeder, der sich im Prinzip weiterentwickeln will und mehr in Richtung seines Glückes voranschreiten möchte. Ja. Cool. Ich danke dir vielmals, lieber Frank, dass du bei mir warst hier im Studio. Dass du da warst, vielen Dank. Gerne. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, deine Entwicklung mitzuerleben und auch weiter mitzuerleben. Da freue ich mich auch drauf. Wir sind ja auch nicht so weit auseinander, das ist auch das Schöne dabei. Das ist gut. Liebe Zuschauer, ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Sie kriegen jetzt natürlich noch den gewohnten Gruß von mir als letzte Inspiration des Tages für den morgigen Tag. Wir sehen uns wieder nächste Woche Donnerstag, 21 Uhr, gleiche Stelle, gleicher Kanal. Machen Sie es gut, bis dahin. Einen schönen Abend noch. Hallo und willkommen. Ich bin Alexander Vitocco, Life Coach aus Leidenschaft. Ich habe einen schönen Spruch, ich weiß leider nicht, von wem er ist, den ich heute zitieren möchte. Wenn Gott mit einem Maßband misst, dann legt er sein Maßband
ums Herz und nicht um den Kopf des Menschen. Das ist so schön. Tun Sie das, was Sie tun wollen. Seien Sie der, der Sie sein wollen. Verwirklichen Sie sich selbst. Legen Sie Ihr Maßband nicht um den Kopf. Es ist egal. Mir war es in meinem Leben immer egal, was andere gedacht haben. Und ich bin oftmals den unbequemen Weg gegangen. Und es war noch so spinnert für die Außenstehenden. Wie kann man das? Und es war oftmals der schwerere Weg. Aber es war mein Weg. Was immer Sie tun, heute Morgen, heute Abend, ob es im Job ist, in der Beziehung, in Ihrer Freizeit, in Ihrer Gesundheit, was immer Sie wann auch immer tun, im Hier und Jetzt, achten Sie darauf, dass es aus dem Herzen kommt. Und Sie werden ganz, ganz viel Herz in Ihr Leben anziehen. Und all diese Amüsements und Ressentiments und was auch immer Sie vielleicht im Alltag erleben, die werden verschwinden. Die kommen nämlich mit dieser Herzfrequenz nicht klar. Das ist schön. Das Leben ist einfach schön. Ich wünsche Ihnen heute ganz viel Herz. Ihr Alexander Witocko.